sogar deine Urgroßeltern und deine Großeltern arbeiteten schon in dieser Gärtnerei und errichteten sie. Das interessiert mich nicht. Wie oft denn noch? Ich will nicht Gärtner werden. Ich möchte meinen Sport ausüben. Ich meine, es ist meine Leidenschaft. Ich weiß gar nicht, was ich hier machen soll. Ja. Carmen, was machst du da schon wieder? Denkst du schon etwa schon wieder an Skifahren? Ja, ich hab schon fertig. Ich möchte jetzt Skifahren gehen. Ich habe meine Arbeit erledigt. Nein, mit Skifahren ist es nicht mehr. Du hast ja noch gar nicht fertig. Du wirst jetzt weiter sauber machen. Schau mal, dieser Weihnachtsstern ist ja fast schon krank. Ja, ich glaube, du hast recht. Ja, den sollte man austauschen. Ich wusste, dass ich es schaffe. Du hast einen Weltcup gewonnen. Ja, sagte ich ja. So, liebe Kinder, jetzt haben wir einen Kreis gemalt und jetzt versucht ihr ihn auszumalen. Versucht nicht über den Rand hinauszumalen. Nein, was machst du denn? Du darfst doch nicht über den Rand hinausmalen. Aus dir wird doch nie etwas. So, Kinder, jetzt malt ihr mal alle ein schönes Rechteck. Ja, gut. Sieht schön aus. Auch nicht schlecht. Ist prima, Mann. Moment, darf ich mal? Also, soll das ein Rechteck sein? Nichts. Steve wird niemals was werden, wenn du so weitermachst. Schau doch mal dieses Bild an. Ist das nicht von unserer Schülerin, weißt du noch, diese? Die immer über den Rand hinaus. Ja, ganz genau, das ist sie. Wer hätte gedacht, dass aus ihr so eine große Künstlerin wird?